So, hallo. Ich möchte euch zur ersten Übung in Digitaltechnik begrüßen. Der Tamim ist heute leider auf Dienstreise, deswegen werde ich die Übung halten. Ich bin der Manfred Grönert. Ihr kennt mich vielleicht schon. Worum es heute gehen wird, sind zwei Teile. Das eine ist Zahlendarstellung im Rechner. Da habt ihr einen Teil schon in Rechnerorganisationen gehabt. Da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf ein und Boolesche Algebra mit Normalformen. Würde ich sagen, fangen wir gleich an. Diese Aufgabe habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen. Was bedeutet diese Zahlenkombination? Da möchte ich auch ganz schnell drüber gehen, weil ihr habt es schon ein paar Mal gemacht. Nur nochmal zum Verständnis. Diese Zahlenkombination ist im Rechner immer die gleiche. Es kommt darauf an, wie man sie interpretiert. Und Möglichkeiten dazu gibt es als vorzeichenlose Zahl. Es gibt die Möglichkeit als Vorzeichen und Betrag. Einerkomplement, Zweierkomplement. Die Frage ist, ist das schon alles? Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, sie nicht nur als Binärzahl zu interpretieren, sondern zum Beispiel als Hexzahl. Die ist dann natürlich um einiges größer. Oktal haben wir zum Beispiel auch noch. Und was ihr auch schon kennengelernt habt, ist BCD. Die Frage ist nur, wer ist dafür? Ja, es ist eine. Wer ist dafür? Es ist keine. Ist es eine? Ist sie falsch? Genau, also für BCD haben wir hier das Problem, es sind das heißt, wenn man diese Zahl binär umrechnet und dann in BCD darstellt, also in eine Dezimalzahl umrechnet, in BCD darstellt, kommt eine ganz andere Zahl dabei raus. Ein Hauptthema ist auch dieses Zweierkomplement, mit dem wir negative Zahlen darstellen möchten. Und es ist immer so, dass wir von einer n-stelligen Zahl ausgehen und das Zweierkomplement berechnet wird als 2 hoch n minus z. Das heißt, wir nehmen das n-Anzahl der Stellen, 2 hoch n. Das ist die Zahl, die am größten ist, was man damit darstellen kann. Und minus z ziehen wir davon ab, dann gibt es davon das Zweierkomplement. Das entspricht dem gleichen wie invertieren und 1 draufzählen. Die positiven Zahlen, das ist immer ganz wichtig, die werden genauso im Zweierkomplement dargestellt wie auch normal in Anführungszeichen. Die Darstellung von negativen Zahlen ist eben die größte Zahl minus dieses z. Das heißt, wenn wir hier als Beispiel vier Stellen haben, dann heißt es, unser n ist in diesem Fall 16. Wenn wir minus 5 darstellen wollen, dann haben wir minus 5. Das entspricht dann im Zweierkomplement 16 minus die 5, das ist eine Zahl zur Basis 10 und die gibt natürlich 11 und das entspricht dann im Zweierkomplement 1, 0, 1, 1 und das wäre dann das Zweierkomplement von 5. Könnt ihr gerne nochmal nachrechnen. Wenn wir jetzt vier Stellen haben und wollen minus 14 darstellen, gehen wir genauso vor. Unser n ist wieder 16. Das führt dazu, dass wir minus 14 entspricht dann wieder die 16 minus die 14. Und das ergibt dann 2.
Wenn wir jetzt 2 als Binärzahl darstellen, dann kommt da natürlich 0010 raus. So, jetzt ist die Frage, ist das ein gültiges 2-Komplement von der Zahl minus 14? Das Problem hier liegt ist diese Stelle hier. Für eine negative Zahl im 2-Komplement muss diese Zahl 1 sein. Das heißt, wir haben hier ein Problem. Diese vierstellige Zahl kann nicht benutzt werden, um minus 14 darzustellen. Der Ausweg dazu ist, wir müssen eine Stelle mehr benutzen, weil mit 4, n gleich 4, kann man nur den Bereich, was ist denn da los heute? Minus 8 bis 7 darstellen. Das heißt, wir müssen eine Stelle hochgehen, wenn wir n gleich 5 benutzen. Dann ist unser großes n 2 hoch 5. Das heißt, wir haben 32. Wenn wir dann minus 14 darstellen wollen, dann entspricht das 32 minus 14 ist dann gleich 28. 18. Wenn wir das dann in Zweierkomplement also in eine Dezimalzahl umwandeln, dann kommt 10010 raus zur Basis 2. Das heißt, diese 5 Stellen reichen aus, um die minus 14 darzustellen. Das ist auch immer eine Grundsache von Aufgaben zum Zweierkomplement. Wie viele Bits brauche ich überhaupt, um die Zahlen negativ darstellen zu können? Und da ist diese 2 hoch n Formel extrem wichtig dafür. Die Darstellung von dem Kreis kennt ihr aus der Vorlesung. Da kann man sich das Ganze nochmal bildlich darstellen. Zum Rechnen an sich ist diese Darstellung nicht geeignet. Es ist nur schön zu visualisieren, wenn man zum Beispiel eine Addition hat von 2 Zahlen, das heißt eine minus 4 von hier, und man möchte 2 drauf addieren. Dann ist es das Gleiche, wenn man hier eine normale Addition mit Dezimalzahlen durchführt. 0 und 0 gibt 0, 0, 1 gibt 1, gibt es 4 mal die 1. Das heißt, wir ziehen 2 ab, wir addieren 2 drauf, dann landen wir hier bei der minus 2. Das ist genau die gleiche Zahl. Wenn wir jetzt andere Zahlen nehmen, minus 2 plus 4, dann gibt es hier zwar noch einen Übertrag, aber der Übertrag, der wird in diesem Fall ignoriert, und wenn wir plus 4 machen, dann landen wir hier bei der 2. Bei der Subtraktion ist es genau das gleiche. Es ist eine normale Subtraktion, bloß dass wir zur Basis 2 rechnen, nicht zur Basis 10. Hier gibt es auch einen Übertrag, aber die Rechnung in diesem Fall, die stimmt auch wieder. Das heißt, von der minus 4, minus 1 landen wir bei der richtigen Zahl. Und das führt uns dazu, dass es mehrere Fälle gibt, wenn man zwei Komplementzahlen addieren möchte. Das eine sind, dass beide Summanden positiv sind. Was heißt, das Vorzeichen muss beides mal 0 sein. Und was daraus folgt, ist natürlich auch, dass das Vorzeichen des Ergebnisses auch 0 sein muss. Also es muss eine positive Zahl dabei rauskommen. Und wenn eben vorne eine 1 stehen sollte, dann heißt das Ganze auch, die Zahl, die dabei rausgekommen ist, die ist falsch. Das heißt, es gibt einen Überlauf, der Bereich reicht nicht aus, um diese Zahlen darzustellen. Und überprüfen kann man das Ganze auch nochmal, wenn man die Überträge bei der Rechnung vergleicht, und die beiden letzten Überträge müssen auch den gleichen Wert haben. Als Beispiel sehen wir hier, die 5 und die 2 addiert, beide haben das gleiche Vorzeichen, hier vorne die 0. Wenn man das zusammenzählt, gibt es hier vorne einen Übertrag 0, noch einen Übertrag 0, das heißt, das Ergebnis ist korrekt. Wenn wir das Ganze mit 5 und 6 machen und wir benutzen 4 Bit zur Berechnung, dann haben wir hier 1 und 1, Übertrag 1, 2 mal 1 gibt 0. Also die 1 wird gerechnet, bleibt hier die 1 stehen, Übertrag 0. Das heißt, wir haben hier
eine 1 als vorderstes Bit, die eigentlich eine negative Zahl darstellt oder indiziert. Und der Übertrag in die nächste Stelle ist auch nicht gleich Verlauf und der Übertrag ist ungleich und es ist falsch in diesem Fall. Wenn jetzt beide Summanden negativ sind, dann haben wir hier natürlich das entgegengesetzte Teil 1 als Vorzeichen. Das Ergebnis muss auch wieder negativ sein. Und das ist auch dann der Fall, wenn das erste Bit eine 1 ist. Und auch hier müssen wieder die beiden vordersten Überträge den gleichen Wert haben. Hier haben wir zwei Beispiele. Hier vorne beides mal 1er. Es kommt hier eine 1 raus und die Überträge sind auch beide gleich. Hier haben wir die negativen Zahlen, die in den Bereich nicht mehr hineinpassen, wenn man sie aufeinander addiert. Hier haben wir das in einem ähnlichen Fall. Hier vorne steht eine 0 als Übertrag, da als nächstes eine 1. Und wie man hier sieht, es kommt auch eine positive Zahl heraus in diesem Fall. Wenn man jetzt unterschiedliche Vorzeichen hat, dann ist es der Fall, dass da eigentlich immer die Zahl dargestellt werden kann. Also das Ergebnis ist eigentlich immer korrekt. Und es kommt dann darauf an, welche Zahl größer oder kleiner ist, ob dann da ein Minus- oder ein Plus-Vorzeichen dabei rauskommt. Und den Übertrag, der dabei entsteht, der wird immer gestrichen. Das sieht man an diesem Beispiel. 5 und minus 6 gibt minus 1. Das heißt hier wieder die normale Addition 1, 1, 1, 1. Es gibt zweimal einen Nullübertrag. Das Ergebnis ist auch korrekt. Die 0 fällt weg. In dem Beispiel minus 5 plus 6. 1 und 0 gibt 1. 1 und 1 gibt 0, Übertrag 1. 2 mal 1 gibt wieder 0, Übertrag 1. Beides Male 1 gibt wieder 0 mit Übertrag 1. Das heißt, hier vorne bleibt dann die 0 stehen. Und diesen Übertrag, den ignoriert man einfach, aber das Ergebnis ist korrekt. Im Allgemeinen kann man sagen, die Addition ist immer korrekt, dann wenn wir sagen können, die beiden Überträge bei der Berechnung sind gleich und den Überlauf haben wir immer dann, wenn die ungleich sind. Und das lässt sich in Hardware eigentlich immer relativ einfach realisieren, indem man Antivalenzgatter benutzt. Das heißt, wir haben den Übertrag n und den Übertrag n minus 1. Wir haben hier ein Gatter, so wie ihr es in der Vorlesung kennengelernt habt. Das ist ein Äquivalenzgatter. Und wir haben die Ausgabe. Und die Ausgabe ist immer dann 1, wenn un ungleich un minus 1 ist. Und das a ist gleich 0, wenn un wenn un gleich un minus 1 ist. Das heißt, damit lässt sich mit quasi fast keinem Aufwand dieser Überprüfung realisieren und kann dann als Flag in einem Prozessor benutzt werden, um die korrekte Addition zu evaluieren. So, als nächstes, das war jetzt ein kurzer Überblick nochmal über das 2-Komplement. Als nächstes wollen wir uns mit dem Floating Point Standard IEEE 754 beschäftigen. Den grundlegenden Aufbau habt ihr schon mal gesehen. Das heißt, wir haben immer ein Vorzeichen, dann haben wir eine Charakteristik und der Rest der Zahl ist die Mantisse. Gibt es als 32-Bit und 64-Bit Befehlsformat, wo dann die entsprechenden Teile kleiner oder größer ausfallen. Eine Zusammenfassung, welche Zahlen man damit darstellen kann. Es gibt drei spezielle Fälle. Das einmal ist, wenn die Charakteristik 0 ist, das heißt die Zahl ist 0, und die Mantisse. Das benötigt man, um die Zahl 0 darstellen zu können, weil in dem Format ist immer diese Normalisierung mit enthalten. Das habt ihr in der Vorlesung kennengelernt. Das heißt, es steht immer eine 1, vor der Mantisse. Was heißt, dass man eine Stelle mehr hat, um eine Zahl zu speichern?
und die ist immer implizit, es sei denn, die Zahl 0 steht für die Charakteristik da. Wenn die Charakteristik den größten Wert hat, 255, gibt es wieder zwei Sonderfälle. Das heißt, wenn der Mantisse gleich 0 ist, dann gibt es ein Plus und Minus unendlich. Und wenn die Mantisse ungleich 0 ist, dann gibt es ein Not a Number. Und beides Male wird ein Not a Number zum Beispiel benutzt, um einen Division durch 0 zu kennzeichnen und Overflow einfach, wenn die Zahlen zu groß sind, um dargestellt werden zu können. Wichtig ist, dass bei dem 32-Bit-Format der Exponent immer zwischen minus 126 und 127 liegt. Gut. Wenn man das Ganze jetzt als Zahlendarstellung auf einem Strahl wählt, das kennt ihr sicherlich, dann kommt am Anfang eine 0, dann kommt eine Zeit lang ein kleiner Bereich. Es gibt eine Zahl, die nennt sich MinReal. Das ist die kleinste Zahl, die normalisiert dargestellt werden kann. Es gibt MaxReal und es gibt dann Plus unendlich in diesem Fall. Zusätzlich gibt es noch die kleinste denormalisierte Zahl, die liegt zwischen 0 und MinReal. Das ist die kleinste Zahl, die im Prinzip dargestellt werden kann, aber in dem Standard nicht vorgesehen ist. Es gibt noch die größte denormalisierte Zahl, die auch nicht in dem Floating-Point-Standard dargestellt werden kann. Das heißt, der Bereich hier zwischendrin, der grüne Bereich, ist der dargestellt werden kann mit diesem Standard. Der rote Bereich kann nicht dargestellt werden und alles zwischendrin ist eine Lücke. Und natürlich nicht zu vergessen, die unendlich und die Null. So. Not a Number kommt natürlich auch noch. Der Not a Number Bereich ist viel größer, weil die Mantisse ungleich Null ist. So, eine kurze Aufgabe dazu. Wir wollen jetzt die Zahl Pi mit 7 Dezimalstellen hinter dem Komma in einem 32-Bit-Format darstellen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wir die schon umgewandelt haben, die Zahlen, und dann sieht dies folgendermaßen aus. So. Jetzt müssen wir die Zahl zunächst mal normalisieren. Das heißt, wir haben einen 1,1001 und das Ganze mal 2 hoch 1. So. Die Zahl ist positiv, das heißt, unser Vorzeichen wird 0 sein. Der Exponent, der steht hier. Der ist gleich 1. Daraus folgt, wir können die Exponent plus 127. Das wäre in dem Fall 128. Oder 1,0,0,0,0,0,0,0,0 in unsere Mantisse. Die ist dann der Teil hinter dem Komma. Das heißt, das ist 1,0,0,1,0,0 und so weiter bis 0,1,0. Kastendarstellung, wie wir sie kennen. Dann sieht es folgendermaßen aus. Wir haben den 0. Dann kommt unsere Charakteristik. 1,0,0,0,0,0,0. Dann kommt unsere Mantisse mit 1,0,0,1. Die ganzen Zahlen dazwischen drin 0,1,0. Das heißt, so würde die Zahl Pi im 32-Bit-Format in unserem Rechner dargestellt werden. So, das ist jetzt eine Richtung. Natürlich gibt es auch noch die andere Richtung, die ich euch gleich zeige. Hier ist das Ganze nochmal in etwas bunter und schöner geschrieben dargestellt und ist im Prinzip genau das Gleiche. Das heißt, wir wollen jetzt nochmal den Umweg machen, den Rückweg sozusagen. Wir wollen diese Zahl in Dezimal darstellen.
Das heißt, wir teilen die schon mal auf in Vorzeichen, Charakteristik, Mantisse. Unser Vorzeichen ist gleich 0. Die Charakteristik ist der grüne Teil. Und die ist 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Und das ist dann, was für eine Zahl? 128 plus 3 ist 131 in 10. Das heißt, unser Exponent ist dann die Charakteristik minus 127 und das ergibt dann die 4. Das heißt, das ist unsere Zahl, die wir benutzen, um die Zahl dann mit 2 hoch 4 zu multiplizieren. Das heißt, unsere Zahl z sieht im Endeffekt dann folgendermaßen aus. Minus 1 hoch 0 mal 1,11 mal 2 hoch 4. Das 1, weil die Zahl wieder normalisiert dargestellt ist und die Charakteristik ungleich 0 ist. Das heißt, wir haben hier 1 plus 2 hoch minus 1 plus 2 hoch minus 2 mal 2 hoch 4. Und das führt dann dazu, dass wir 2 hoch 4 plus 2 hoch 3 plus 2 hoch 2 haben. Und das habe ich mal vorbereitet, das ist 28. Oh, das heißt, die Zahl 28,0 wird als Float-Zahl so repräsentiert, wie wir sie gerade gesehen haben. Das Ganze nochmal in schön. Vorzeichen 0, die Charakteristik ausrechnen, Mantisse und dann zusammensetzen. Ist eine ganz einfache Vorangehensweise. Das heißt, wenn ihr das mal in einer Prüfung als Aufgabe gestellt bekommt, dürfte das jetzt kein Problem mehr für euch sein. Gut. 28, genau. So, wir haben jetzt nicht nur die Startstellung dieser Zahlen, sondern wir wollen mit denen natürlich auch noch was machen. Das heißt, wir wollen mit diesen rechnen. Und da gibt es ein paar Regeln, um diese Zahlen berechnen zu können. Auf dem Papier ist es alles ganz einfach, aber wir haben hier unterschiedliche Teile und wir wollen natürlich in der CPU nicht immer die Teile umwandeln, in eine Dezimalzahl, dann berechnen, dann wieder rückumwandeln, sondern wir wollen möglichst mit der Zahl so rechnen, wie sie da ist. Und deswegen gibt es für die Addition zum Beispiel folgende Regel. Wir nehmen das Vorzeichen. Das ist hier nicht direkt drin, sondern das Vorzeichen wird einfach daraus berechnet, ob es eine größere oder kleinere Zahl ist. Die Mantisse an sich, die wird folgendermaßen berechnet. Es sieht ein bisschen komisch aus vielleicht, das wird aber gleich noch an einem Beispiel klarer. Wir haben hier einen Teil von der Mantisse mx plus den Exponent plus my. Und das hat natürlich auch noch einen Exponent. Und wir normalisieren die Mantisse mit diesem Exponent, der hier drin steht. Das heißt, wenn wir eine Zahl haben, das my, und das hat einen Exponent, der größer ist als das e von x, und wir würden einen Teil rausziehen, dann haben wir plötzlich nicht normalisierte Zahlen mehr. Wenn wir mit diesen berechnen, müssen wir die ganze Zeit hin und her shiften, damit wir immer mit normalisierten Zahlen rechnen können. Und deswegen zieht man hier immer den größten Exponent raus, passt den anderen an, berechnet es und führt es wieder zusammen. Bei der Subtraktion ist es das Gleiche, bloß dass wir hier ein Minus stehen haben. Bei der Multiplikation ist es so, ist eigentlich relativ logisch, man multipliziert die Mantissen und man addiert die Exponenten einfach. Und wenn man dividiert, dann hat man statt Mal und Plus geteilt und Minus. Also machen wir ein kurzes Beispiel. Das heißt, wir haben hier ein x und ein y. Beide haben das Vorzeichen 0. Das heißt,
das lasse ich jetzt mal weg. Die Charakteristik von x ist gleich das 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, Moment, 3, 1 weniger, 0, 1, 1, 1. Das ist dann 128, es gibt 135. Das heißt, unser Exponent, der ist dann 135 minus 127 und es gibt dann bekanntlich 8. So, die Charakteristik von y. Das heißt, unser Exponent y ist in dem Fall 132 minus 127. Und es gibt dann 5. So, das heißt, wir wollen diese beiden Zahlen jetzt addieren. Das heißt, x plus y. Wir haben dann hier das 1,11, das ist der Teil hier, mal 2 hoch 8 plus 1,101 mal 2 hoch 5. Jetzt machen wir diesen Teil mit dem Exponent nach außen ziehen. Das heißt, wir bekommen hier 1,11 mal 1 plus 1,101 mal 2 hoch minus 3 mal 2 hoch 8. Und hier sieht man das, was ich mit dem Denormalisieren gemeint hatte. Wenn man die 5 rausziehen würde, dann hätte man hier 1,11 mal 2 hoch 3 stehen. Das heißt, man müsste die Zahl erst wieder von einer denormalisierten Darstellung in eine normalisierte bringen, damit man die Zahl wieder zusammenrechnen kann. Das heißt, hier immer den größten Teil rausziehen. Wir haben dann hier 1,11. Ups, hier muss eine Multiplikation stehen. Nein, Entschuldigung. Bleibt natürlich bei dem Plus. Wir müssen diesen Teil hier auf eine gleiche Darstellung bringen. Das heißt, hier schreiben wir nicht die gleiche Zahl hin, sondern 0,00101 mal 2 hoch 8. Und das führt dann dazu, dass wir die Zahl 1,11 plus den Teil hier 101 mal 2 hoch 8 bekommen. Das heißt, die 2 hoch 8 müssen wir jetzt wieder vom Exponent in die Charakteristik umwandeln. Das heißt, unser Exponent, der ist 8. Und wie wir es hier oben schon hatten, die 8 ist 135. Ist dann 135. So. Und das ist die gleiche Bit-Darstellung. Das heißt, wir bekommen dann hier das Vorzeichen 0. Dann bekommen wir die Charakteristik 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Und dann kommt noch der Teil hinter der 1,
Das heißt, das ist hier 1, 1, 1, 0, 1 und dann aufgefüllt mit Nullen. Und das wäre dann unsere Zahl x plus y in Floating Point Darstellung, indem man beide zusammenrechnet nach dem Verfahren, wie ich es gerade vorgestellt habe. So, jetzt möchten wir natürlich auch mal die Zahlen multiplizieren. Das heißt, wir haben hier zwei Zahlen, die in hexadezimal dargestellt sind. Und hier müssen wir genauso vorgehen. Wir müssen die Zahl umwandeln. Ja. Ja. Das stimmt. Das heißt, hier muss noch eine 1 eingefügt werden. Das heißt, hier kommt auch noch eine dazu. Und hier nochmal eine. Das heißt, ihr habt es gesehen, genau aufpassen bei so Aufgaben. Sie sind zwar einfach, aber man macht trotzdem ab und zu mal einen kleinen Fehler. Gut. Bei der nächsten Aufgabe geht es um die Multiplikation. Wir haben folgende Gleitkommazahlen gegeben. Wir nennen die wieder x und y. Das heißt, unser x wäre in dem Fall die 3, dann ein f und dann ein e und dann 0, 0, 0, 0 und so weiter. Das heißt, hier können wir wieder aufteilen. Wir haben hier unser Vorzeichen ist gleich 0, Charakteristik und Mantisse. Das heißt, Charakteristik von x 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Im 2-Komplement. Das entspricht dann. Moment. Ein E ist natürlich so rum. Das heißt, hier haben wir eine 1 stehen und dann ist diese Zahl 127. Das heißt, unser Exponent von x ist dann gleich 0. Wir ziehen 127 davon ab. Und wenn wir die Mantisse ist dann natürlich der restliche Teil 1, 1, 1 und lauter Nullen. Y wäre in dem Fall dann 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, hey, nein. So, das heißt 2, 4, 6, 8. Unser Vorzeichen ist wieder 0. Y ist dann 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 in 2. Das ist dann 127 minus 3 gibt 124. Und der Exponent von Y 124 minus 127 genau und das gibt dann minus 3. So, jetzt wollen wir diese beiden Zahlen multiplizieren, das heißt wir wollen x mal y berechnen.
Und hier haben wir die Mantisse multipliziert mit der anderen Mantisse. Und wir addieren die Exponenten. Das heißt, unsere Mantisse hier für x ist 1,111. Nein. 1,110 wird multipliziert mit 1,1 mal 2 hoch 0 minus 3. Gut. Das Ganze kann man dann normal multiplizieren. Das heißt, man hat 1,1, 3 Einser mit dem Einsen hier. Man setzt die Ganzen nochmal davor. Das heißt, man hat 111 mal 1,1. Das heißt, man hat 111. Nochmal die 1, 1, 1, 1. Das heißt, man bekommt hier 1, 0 mit Übertrag 1. So. Man hat drei Stellen hinter dem Komma, dann bekommt man 10,101 raus. Also 1. Genau das ist unser Ergebnis, was wir dann hier haben. Das heißt, 10,101 mal 2 hoch minus 3. Und das ganze Ergebnis müssen wir jetzt wieder normalisieren. Das heißt, wir müssen 1,0101 mal 2 hoch minus 2. So. Das heißt, unser Exponent hier ist minus 2. Wir addieren auf den Exponent noch 127 drauf. Das heißt, wir bekommen hier 125. Das heißt, wir haben 0 Exponent 105, Charakteristik 125 plus 0101 gefolgt von lauter Nullen und das ist dann unsere Darstellung. Gut. Jetzt kommen wir noch zu einem recht interessanten Teil. Wir wollen diese beiden Fließkommazahlen miteinander verrechnen. Und zwar, wir wollen beide voneinander abziehen und 1 geteilt durch diese Zahl rechnen. So, wo könnte da ein Problem auftauchen? Wenn die Zahlen hier 0 ergeben, dann bekommen wir not a number raus. Wie wir aber sehen, die Zahlen unterscheiden sich hier. Also, wir haben hier Vorzeichen, Charakteristik, Mantisse. Die Mantisse unterscheidet sich auf jeden Fall. Das heißt, das Ergebnis sollte nicht 0 sein. Wie wir jetzt vorgehen können, um diesen Fall abzudecken, dass tatsächlich durch 0 geteilt wird? Naja, man berechnet es einfach. Oder man überprüft vorher, sind die Zahlen ungleich? Wenn ja, dann führe ich diese Berechnung aus. Wenn nicht, dann sage ich gleich, okay, ich brauche nicht berechnen, da kommt eh nichts Gescheites bei raus. So, wenn wir jetzt diese berechnen möchten, haben wir die Zahlen hier nochmal aufgestellt. Die Vorzeichen sind 0, das schreibe ich jetzt nicht separat nochmal auf. Die Charakteristik ist 1. Daraus folgt, der Exponent ist dann minus 126. So. Das heißt, wir wollen x minus y berechnen. Das heißt, wir haben x minus y. Wir haben die Zahl x, die besteht aus 1 plus, wir haben hier 5, das sind 20, 23 Stellen. Das heißt, 2 hoch minus 23. Und wir wollen die voneinander abziehen. Das heißt, ich schreibe die einfach mal ganz hin. 2 hoch minus 126 minus, wir haben ja die folgende Zahl stehen, das heißt, wir haben 1,
0, die ganze Zahl. Wir haben nur 1 mal 2 hoch minus 126. So. Was jetzt hier dabei rauskommt, ist, der Teil plus der Teil hebt sich auf. Das ist eine normale Berechnung. Es bleibt übrig 2 hoch minus 23 minus 126. Und das Ganze ist 2 hoch minus 149. So. Kommt einem die Zahl jemand bekannt vor? Das Problem hier bei der Zahl ist, das ist die kleinste denormalisierte Zahl. So, das heißt, die ist als Floating-Point-Zahl nicht darstellbar. Und daraus folgt, diese Zahl wird zu 0 gerundet. Was wiederum heißt, wenn ich 1 geteilt durch 0 mache, das heißt 1 durch z, führt dann zu not a number. Das ist halt schlecht. Vor allem könnte man sagen, okay, ich nehme diese Zahl 2 hoch minus 149 und verrechne die mit der 1, die hier oben steht, genau wie in den Rechenregeln, die ich vorhin gezeigt habe. Das heißt, man teilt die Mantissen durcheinander. 1 allein kann ich nicht darstellen. Die kann man nicht als normalisierte Zahl darstellen. So. Das heißt, in diesem Fall würde eine Zahl rauskommen, die nicht darstellbar ist. So, jetzt gehen wir mal davon aus und sagen, okay, die 1 kann man eigentlich nicht normalisiert darstellen. Okay. Da brauche ich jetzt noch eine Folie. Und wir sagen, Annahme. Die Zahl V ist 1 und die stellen wir da als 1,0 mal 2 hoch 0. Sagen wir jetzt einfach mal, das heißt, unser 1 durch Z würde dann V durch Z entsprechen. Das heißt, in diesem Fall hätten wir die Mantisse von V durch die Mantisse von Z mal 2 hoch Exponent von V minus Exponent von Z. So, wenn wir das jetzt berechnen, unser V, Mantisse von V ist 1. Das heißt, wir haben hier dastehen 1 durch 2 hoch minus 23 und dann haben wir 2 multipliziert mit 2 hoch 0 minus 126, also 2 hoch minus 23 mal 2 hoch minus 126 war unsere Zahl von vorhin. Dann bekommen wir hier Folgendes raus: 2 hoch 23 plus 126. Das heißt, wir bekommen hier raus 2 hoch 149. So. Funktioniert diese Geschichte jetzt? Das heißt, das wäre unser Ergebnis, wenn wir davon ausgehen würden, 1,0 könnte man so darstellen. Hier haben wir wieder ein Problem, weil nämlich 149 ist größer
als der größte darstellbare Exponent. Das heißt wiederum, die Zahl ist auch in diesem Fall nicht darstellbar. 1 durch z. In diesem Fall hätten wir aber im Vergleich zu dem vorherigen Beispiel nicht not a number als Ergebnis, sondern das Ergebnis wäre in diesem Fall plus unendlich, also ein Overflow. So, das heißt, wir haben hier ein Extrembeispiel gesehen bei der Verrechnung von Floating-Point-Zahlen und darauf möchten wir euch auch aufmerksam machen. Es gibt nämlich diverse Probleme bei der Gleitkommaarithmetik, eben wegen dem Zahlenbereich. Das heißt, es gibt die Möglichkeit der Auslöschung. Es gibt Rundungsfehler, die dazu führen, dass Ergebnisse, obwohl sie eigentlich korrekt wären, aufgrund der Rundung zu falschen Ergebnissen führen, indem sie auf 0 oder 1 auf- oder abgerundet werden zum Beispiel. Es kann dazu führen, dass wenn die Zahl betragsmäßig viel kleiner ist als die Zahl, auf die darauf gerechnet wird, dass diese Zahl verschwindet, dass sie sozusagen absorbiert wird. Und das Ergebnis, das dargestellt wird, einfach das gleiche ist, obwohl man eigentlich was dazugezählt hat. Und was wir auch gesehen haben, ist der Unterlauf. Das heißt, Ergebnisse werden mit 0 approximiert und dann kann das Ergebnis erheblich davon abweichen von dem, was wir bekommen möchten und von dem, was richtig wäre. Und auch extrem wichtig, das basiert auch auf Basis der Rechenregeln, die vorhin gezeigt wurden, das Distributiv- und das Assoziativgesetz sind nicht gültig in diesem Fall. Wenn man zwei Floating-Point-Zahlen andersrum addiert oder multipliziert, kann sein, dass andere Ergebnisse dabei rauskommen. Gut. Damit möchte ich dann das Kapitel abschließen und möchte noch auf die Boolesche Algebra eingehen und speziell hier auf den Shannon-Entwicklungssatz und die Boolschen Funktionen. Nochmals kurze Wiederholung, was so eine Boolesche Algebra überhaupt ist. Ich mache es kurz, weil ihr das in der Vorlesung schon ein paar Mal gehört. Das heißt, wir gehen von der mathematischen Mengenalgebra aus und leiten davon eine spezialisierte Variante ab, die Boolesche Algebra. Die Bezeichnungen werden ein bisschen umbenannt, die Symbole nehmen wir auch andere, damit es nicht gleich aussieht. Und es gibt dann immer ein 1-Element und ein 0-Element. Das heißt, wir haben in die Richtung zur Mengenalgebra eine Interpretation von dieser Algebra und in die Rückrichtung ist die Mengenalgebra eine Abstraktion. Und das Ganze noch einen Schritt weiter. Wenn wir die Boolesche Algebra benutzen, dann sagen wir haben hier eine Menge, wir haben hier zwei Elemente, neutral und 1-Element und zwei Operationen, die nach irgendwelchen Regeln was tun. Und dann gehen wir dahin und leiten davon nochmal die Schaltalgebra ab, die wir dann hauptsächlich hier benutzen werden. Und da konkretisieren wir diese ganzen nicht ganz definierten Elemente, indem wir sagen, okay, unser neutrales Element wäre die 0, das 1-Element wäre die 1, die Konjunktion und die Disjunktion als spezielle Operatoren sind unsere Arbeitsmittel. Hier nochmal der Vergleich, die Disjunktion, Konjunktion, 0-1-Element und die Negation. Und im Prinzip kann man sich das verdeutlichen, indem man sagt, ein Plus ist vergleichbar mit einem Oder und ein Und ist vergleichbar mit einem Und oder einer Multiplikation. So, die Axiome habt ihr auch schon kennengelernt, die waren noch auf dem Übungsblatt schon dran. Das heißt, wir haben hier die Abgeschlossenheit in H0, wir haben die Distributivgesetze in H1, sowohl für Konjunktion als auch für Disjunktion. Wir haben für H2 die Assoziativgesetze.
Inverse Element, Inverse Element in H4. Das heißt einfach, man kann eins von diesen Axiomen hernehmen, man kann 0 durch eine nicht negierte Variable bleibt nicht negiert und eine negierte bleibt negiert. Und ich kann damit genau das duale Axiom herleiten. Das heißt, in diesem Fall mache ich das Ganze für oder, a oder b gleich b oder a. Dann weiß ich, das Dualitätsprinzip gilt. Dann kann ich einfach sagen, a und b ist gleich b und a. Das ist besonders hilfreich, wenn man irgendwelche Sachen beweisen möchte, weil man macht einen Weg und leitet das Duale dann entsprechend über das Dualitätsprinzip her. Und genau das wollen wir jetzt mal machen. Und zuvor braucht ihr aber noch die Definition von der binären Funktion und binären Variablen. Das ist eine ganz einfache Sache. Man hat eine Funktion, die von n Eingangsvariablen auf 0 und 1 projizieren. Das heißt, man hat n Eingangsvariablen, die 0 und 1 sind. Man hat 2 hoch n Eingabebelegungen, weil jede von diesen Belegungen 0 und 1 sein kann. Und man hat davon eine Variable, das y, die auch ein Ergebnis 0 oder 1 hat. Und insgesamt mit diesen n Eingangsvariablen gibt es dann 2 hoch n Funktionen, weil ja jede Ausgabe 2 hoch n Eingaben haben kann. Jetzt wollen wir dieses Idempotenzgesetz für die Konjunktion herleiten, wo eigentlich relativ logisch ist, wenn ich zweimal das Gleiche habe, ist das Gleiche, wenn ich es nur einmal hinschreibe. Das heißt, wir gehen davon aus, wir sagen A und A und wollen davon dann auf dieses A hier hinten kommen. Das heißt, wir gehen zunächst mal her, nehmen das H3-Gesetz, das neutrale Element, und sagen, wir haben hier A und A oder ein neutrales Element. Das kann ich jetzt umwandeln über das inverse Element. Und sage hier, A und A ist das gleiche, wie wenn ich das neutrale Element ersetze durch A und nicht A. Jetzt kann ich wieder hergehen, kann hier das Distributivgesetz drauf anwenden. Das wäre das H2. Dann haben wir hier stehen A oder A und. Es gibt ein A und hier drin haben wir stehen A oder A quer. So. Jetzt wenden wir hierauf wiederum das A H4 an. Das heißt, wir haben A und das 1-Element. Und wenn wir das Ganze haben, können wir sagen, wir nehmen wieder das H3, entfernen das Ganze und es kommt A raus. Das heißt, wir haben das Ganze hier bewiesen. Und für die Rückrichtung ist es jetzt so, wir nehmen diese Gesetze vom Dualitätsprinzip. Hier ist die Herleitung für den einen Fall. Dann sagen wir einfach, dieses Prinzip gilt. Ich tausche die Operatoren um. Das hier wird ersetzt. Und überall, da wo eine 0 steht, schreibe ich eine 1 hin. Und A bleibt A, nicht A bleibt nicht A. Und am Schluss kommt genau das Gleiche raus. Könnt ihr auch nochmal nachrechnen von Hand, wenn ihr das will. Es ist korrekt in diesem Fall. Und es ist auch die gleiche Anwendung der Axiome. Gut, jetzt zu einem bisschen schwierigeren Fall. Wir haben eine Voraussetzung. A oder B gleich A oder C, A und B gleich A und C, und es soll gezeigt werden, dass B gleich C ist. Das heißt, in diesem Fall fangen wir bei der Behauptung hier an. Wir fangen an mit B und sagen, es gibt das Absorptionsgesetz. Und das besagt, wenn ich ein B habe, kann ich genauso gut B und
B oder A hinschreiben. So. Da wir jetzt hier aber A oder B stehen haben, müssen wir das Ganze erstmal umwandeln. Mit dem H1. Sagen wir, B ist A oder B. Und hier können wir die Voraussetzung einsetzen und können sagen, B und A oder C. So. Wenn wir jetzt hier sind, kann man das Assoziativgesetz anwenden. Das heißt, wir haben B und A oder B und C. Und hier wenden wir wieder das H1 an, sagen A und B, das heißt, wir tauschen den Teil hier um, oder B und C. So, jetzt können wir hier wieder die andere Behauptung einsetzen. Das heißt, wir sagen, hier ist die Voraussetzung gegeben. A und B ist das gleich wie A und C oder B und C. Und hier können wir wieder das H2 anwenden. Das heißt, wir haben A oder B und C. Das heißt, wir ziehen das C hier raus. Und hier können wir wieder das Absorptionsgesetz einwenden. Geht noch nicht. Wir brauchen erst nochmal die Voraussetzung, weil A oder B ist A oder C und C. Und hier gibt es wieder das Absorptionsgesetz. Und das ist wieder das gleiche wie C. Damit wäre das auch bewiesen. Das heißt, mit diesen Gesetzen und Voraussetzungen kann man eigentlich immer, wenn die Behauptungen korrekt sind, die Behauptung herleiten. Gut. Und der letzte Teil der Übung geht über die Normalformen. Nochmal eine kurze Wiederholung. Man kann so eine Funktion durch mehrere Ausdrücke darstellen. Und es gibt aber zwei Darstellungsformen, die eindeutig sind. Das sind einmal die konjunktiven und einmal die disjunktiven Normalformen. Man aus dem Algebra mit Disjunktion, Konjunktion und Negation. Und die disjunktive Normalform, die wird gebildet aus den Min-Termen der Funktion, das heißt alle Terme, die die Funktion auf 1 abbilden und deren Veroderung. Und die konjunktive Normalform ist die Verundung aller Max-Terme, das heißt alle Terme, die die Funktion auf 0 abbilden. Wenn wir jetzt so eine Funktion haben und wir möchten diese beliebige Funktion in irgendeiner Form in so eine disjunktive oder konjunktive Normalform umwandeln, da habt ihr den Shannon'schen Entwicklungssatz kennengelernt. Und für die disjunktive Normalform gilt Folgendes. Man entwickelt die Variablen nacheinander. Das heißt, man geht her, nimmt ein xe, setzt die Variable auf 1 und verknüpft diesen Term konjunktiv mit diesem xi. Dann macht man eine For-Oder-Verknüpfung. Man nimmt die Variable, setzt sie auf den Wert 0 und verknüpft das verundert mit xi quer. Wohlgemerkt für die disjunktive Normalform in diesem Fall. Ein kurzes Beispiel. Wir haben folgende Funktion. Und die soll nacheinander nach A, dann nach B, nach C und dann nach D entwickelt werden. Und das macht man so lange, bis die Restfunktionen, die dabei rauskommen, trivial sind, also nicht mehr weiterentwickelt werden können. Und man möchte die Funktion natürlich so kurz wie möglich halten. Was heißt, man kann folgende Regeln
das Idempotenzgesetz und die normalen Rechenregeln anwenden, um diese Form zu verkürzen, wenn möglich. Das heißt, wir wenden jetzt diesen Entwicklungssatz hier an und damit wir nicht zu lange bei der Aufgabe brauchen, wird es auf den Folien hier gemacht. Das heißt, als erstes nehmen wir diese Variable a und ersetzen zunächst die Variable mit einer 1, verknüpfen das verundet mit a, machen ein oder, setzen ein a quer davor und setzen 0 ein. Das sieht dann folgendermaßen aus. Hier ziehe ich das a einmal raus, ersetze es durch 1 und 1, das a quer, 0 und 0 und ein oder hinten dran. Jetzt können wir das Ganze noch verkürzen, indem wir wissen hier, wenn irgendein Ausdruck 1 ist und hat irgendwas oder dahinter, dann ist der immer 1. Das heißt, der Ausdruck entfällt. In diesem Fall ist es genauso. 1, nein, hier bleibt das b übrig stehen. Das ist ein 1 und ein b, das heißt, das b bleibt übrig. Hier bleibt das b stehen und hier entfällt das b. Dann bekommen wir hier das c und d, c quer d quer, hier das b, der Term hier fällt weg und hier bleibt nur noch das b übrig. Als nächsten Schritt wollen wir jetzt in diesem gesamten Teil, zuerst in dem vorderen Teil, also in dem hier, das b ersetzen. Das heißt, wir bekommen hier zwei Terme. In dem zweiten Teil auch das b ersetzen, das heißt insgesamt bekommen wir hier vier veroderte Terme raus. Wenn wir diese Restfunktion jetzt entwickeln möchten, hier nochmal aufgeschrieben. Das ist der erste Teil, dieser Teil der Funktion, das b herausziehen, eine 1 einsetzen, das b quer einsetzen und 0 dafür. Dann haben wir den ersten Teil abgedeckt, hinten wieder die oder. Das Ganze nochmal für die zweite Funktionshälfte, b und b quer einsetzen, das 1 hier fällt weg, hier die 0 fällt auch weg, der Term hier wird zu 1. Da kommt dann im Endeffekt für den ersten Teil die verkürzte Variante raus, der mittlere Term entfällt. Beim zweiten Teil fällt das oder 0 weg. Das heißt, hier verkürzt, hier fällt die 1 weg und hier entfällt der Teil komplett. Das sind jetzt wieder unsere Restfunktionen, die vereinfacht sind und die werden jetzt noch nach c entwickelt. Das heißt, das erste Viertel, c und c quer, die Nullen einsetzen. Das zweite Viertel, das dritte Viertel und das letzte Viertel. Hier stehen jetzt relativ viele Einser und Nullen drin. Das heißt, am Endeffekt wird bei solchen Funktionen nur noch eine 0, eine 1, ein d oder ein d quer dabei rauskommen. Und hier haben wir die Veroderungen immer zwischendrin. Was heißt, dass hier dann die Min-Terme stehen, wenn das hier vereinfacht ist. Und das führt dann zu folgendem. Im Endeffekt hat man bei so einer Entwicklung immer eine Form, die aussieht wie diese hier. Und hier müssen zunächst erstmal gleichartige gestrichen werden. Das heißt, hier, hier und hier. Das sind gleiche Terme, die fallen schon mal raus. Insgesamt fällt der Term aber sowieso raus, weil hier die 0 dazu führt, dass der Term zu 0 wird. Jetzt haben wir hier aber nicht vollständige Min-Terme. Das ist dieser eine hier. So, weil der hat hier eine 1 drin stehen. Was machen wir damit? Wir machen eine algebraische Umwandlung, indem wir hier das 1-Element einsetzen, d oder d quer. Dann wenden wir noch das Assoziativgesetz an und bekommen dann im Endeffekt abc quer d, abc quer d quer. Diesen Teil aus folgendem Term.
Und das ist dann die disjunktive Normalform. Jetzt haben wir wieder das Dualitätsprinzip, was heißt, wir können die und oder vertauschen und Nullen und Einsen vertauschen. Und in diesem Fall würden wir beim Shannon'schen Entwicklungssatz die konjunktive Form bekommen, wenn wir das umtauschen. Das heißt, hier die disjunktive Form, hier haben wir die und, 1 und 0. Für die konjunktive Form machen wir daraus ein oder und eine 0 und eine 1. Jetzt wollen wir hier ein kleines Beispiel dazu noch machen. Es ist vom Vorgehen genau das gleiche. In Klausuren hat sich festgestellt, dass es ab und zu schwieriger ist für die Studenten, die konjunktive Form herzuleiten. Also gerade kurz aufpassen. Es ist, das heißt, wir wollen jetzt hier die KNF bestimmen von F. Das heißt, wir wollen zunächst nach A entwickeln, wie vorhin auch. Das heißt, wir schreiben hier hin ein A oder. Jetzt hier keine 1, sondern eine 0. 0 oder B. Äquivalent zu C oder 0, nicht äquivalent C. Und das Ganze wird verundet in diesem Fall mit A quer oder 1 oder B äquivalent zu C oder 1 nicht äquivalent C. So, wir haben jetzt hier Folgendes. Wo ist denn? Okay, Stift wechseln geht nicht. So, dieser Ausdruck hier, der wird zu C. Nicht-Äquivalenz heißt, wenn die Ausdrücke unterschiedlich sind, dann wird sie 1, andernfalls wird sie 0. Das heißt, wenn es C 0 ist, dann wird es 0, wenn es C 1 ist, wird es 1, also bleibt C übrig. Hier haben wir das Gleiche, hier kommt C quer raus. Und dann haben wir hier C und C quer, C oder C quer, und das gibt natürlich 1. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, haben wir hier A oder B äquivalent C oder C gibt natürlich C. Das Ganze verundet mit A quer oder 1 oder B gibt B. Das heißt, es fällt raus. Und dann, nein. A quer, es gibt hier 1. 1 und das ist äquivalent zu 1. Und im Endeffekt kommt dann dabei raus, der Term hier, der wird wieder zu 1. Was heißt, dass der Term hier auch zu 1 wird. Und im Endeffekt bleibt dann übrig A oder B äquivalent C. So, das ist die Vereinfachung für den ersten Schritt. Das heißt, wir haben hier A oder B äquivalent C. Und diesen Teil hier, den möchten wir jetzt nochmal weiter vereinfachen, weil wir können den separat betrachten. Das ist nur ein Teil der Funktion. Später nehmen wir das A oder dazu. Das heißt, B äquivalent C
nach B entwickeln. Das heißt, wir haben B oder 0 äquivalent C und B quer oder 1 äquivalent C. Das heißt, der Teil hier wird zu C quer, der Teil hier wird zu C. Es kommt dabei raus B oder C quer und B quer oder C. Jetzt nehmen wir hierzu noch den ersten Teil des A hier, wenden das Assoziativgesetz an, dann kommt hier im Endeffekt heraus, F ist gleich A oder B oder C quer und A oder B quer oder C. Damit wir das Ganze noch als Max-Terme aufschreiben können, wandeln wir das Ganze, drehen wir das, die Reihenfolge noch um. C quer oder B oder A und C oder B quer oder A. Das heißt, der Max-Term, das ist der Term, der zu 0 wird. Das heißt, dieser Teil hier, der muss insgesamt 0 werden. Das heißt, um das zu bestimmen, hier muss eine 1 stehen, damit 0 rauskommt. Hier muss eine 0 stehen, hier muss eine 0 stehen. Hier ist es umgekehrt, hier muss eine 0 stehen, hier eine 1 und hier eine 0. Wenn man das binär interpretiert, ist das hier der zweite Term, die 2, der erste Term, die 4. Das heißt, wir haben hier die Funktion entspricht Max-Term von 2 und 4. Das war schon alles. So, wer von euch hat von dem Farmers Dilemma schon mal gehört? Ein paar. Gut, es ist viel Text, es ist relativ einfach. Man hat einen Farmer, man hat eine Ziege, einen Wolf und einen Kohlkopf und die ganze müssen über den Fluss oder über den See. Und es gibt ein Boot, in dem nur zwei Sachen gleichzeitig Platz nehmen können. Und es gibt ein paar Nebenbedingungen, die da heißen, der Wolf, der würde gerne die Ziege fressen, tut es aber nicht, wenn der Farmer dabei ist. Die Ziege würde gerne den Kohlkopf fressen, aber der Farmer ist dabei, dann tut sie das auch nicht. Der Wolf, der mag keinen Kohl und zum Glück mag der Farmer gerade auch nichts, weil er hat gerade zu Mittag gegessen. Und wir wollen für den Farmer jetzt so ein Alarmsystem bauen, das da heißt, okay, wenn hier eine Konstellation auftritt, die ungünstig ist, sodass keiner von denen irgendwie überleben würde, dann schlag mal besser Alarm. Dabei haben wir die Variablen F, W, Z und K, jeweils für Farmer, Wolf, Ziege und Kohlkopf. Wenn die Variable auf 0 ist, dann befindet sich der entsprechende Gegenstand oder Person auf der linken Seite, bei 1 auf der rechten. Wir sollen jetzt die Funktion A, F, W, Z, K angeben, die genau dann 1 ist, wenn hier ein Problemfall besteht und 0, wenn kein Problem besteht. Dazu stellen wir diese Wahrheitstabelle auf, das heißt, wir listen alle Variablen auf, F, W, Z und K, alle möglichen Kombinationen. Wer weiß noch nicht, wie man diese Tabelle aufstellt? Gut, wenn nicht, fragt euren Tutor. So, wo sind jetzt hier Problemfälle? Problemfall haben wir zum Beispiel hier, wenn sowohl der Wolf als die Ziege auf einer Seite sind und der Farmer und der Kohlkopf auf der anderen Seite. Auf einer Seite sind. Es gibt noch einen Problemfall, das ist genau das Gegenteilige, der ist hier. Natürlich darf der Farmer auch nicht auf der Seite allein sein, weil sonst vielleicht die Ziege erst den Kohlkopf frisst, dann der Wolf die Ziege. Und die inversen Probleme natürlich genauso. Farmer auf der anderen Seite, alle auf der einen Seite und jeweils
Farmer und Wolf auf einer Seite und umgekehrt. Der Rest der Funktion ist dann natürlich 0. Und wie bekommen wir jetzt daraus die disjunktive oder die konjunktive Normalform? Das heißt, für die disjunktive Normalform brauchen wir welche Teile? Wir brauchen die Min-Terme. Das sind die, die zu 1 entwickelt werden. Das ist der hier, die 4 und der hier. Der erste Min-Term, da muss man wieder so vorgehen, die Variablen müssen insgesamt verundet werden und muss zu 1 verfügt werden. Das heißt, man hat hier 1, 1, 0, 0. Das heißt, damit hier eine 1 rauskommt, muss f quer gelten und w quer und z und k. Das ist der erste. Dann kommt hier ein Oder hinten dran. Dann geht man zum nächsten über. Das ist hier 0, 1, 1, 0. Das heißt, wir haben f quer und w und z und k quer. Oder, und das Ganze geht so weiter mit den anderen, bis wir dann dabei sind, dass wir hier f und w und z quer und k quer haben. So, das wäre dann unsere disjunktive Normalform. Für den konjunktiven Fall müssen wir die Max-Terme hernehmen. Das sind die hier. Die werden zu 0. Wenn wir jetzt den ersten nehmen, der Term muss zu 0 werden, indem alle verodert werden. Das heißt, wir haben f oder w oder z oder k. Damit es auch konjunktiv bleibt, brauchen wir hier ein und. Die nächste wäre dann f oder w oder z oder k quer. Und beim nächsten wird es z negiert. Bei dem hier wird es w negiert. Bei hier werden w und k negiert. Das heißt, die kommen alle da hinten dran, bis man bei dem hier f oder w oder z oder quer natürlich oder k hat. Und zum Schluss sind natürlich alle negiert. So, und das wäre dann die konjunktive Normalform. Und die Lösung des Problems, die besteht halt immer daraus, eine Konstellation zu wählen, die nicht zu einem Einser hier führt. Das heißt, am Anfang trifft diese Konstellation zu. Dann muss zum Beispiel der Farmer die Ziege über den Fluss fahren, weil der Wolf mal keinen Kohl, fährt zurück, nimmt den Kohlkopf mit, lässt den Kohlkopf auf der anderen Seite, nimmt die Ziege mit, nimmt den Wolf mit und die Ziege und dann ist es gelöst. Wobei man das jetzt nicht mit dieser Funktion hier lösen kann, das ist nur das Generelle. Wir haben noch 10 Minuten. Das heißt, ich werde diese Aufgabe hier überspringen, komme noch zu dieser. Sie hat ein bisschen was mit unserem Gebiet zu tun. Wir, also die andere Aufgabe könnt ihr gerne zu Hause rechnen. Die ist nicht sehr viel unterschiedlich, das ist nur eine spezielle Funktion. Es soll ein Notstopp realisiert werden für einen mobilen Roboter. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Amar, den kennt ihr vielleicht schon. Der hat so eine runde Plattform, der hat hier einen Sensor, der hat hier einen Sensor und der hat hier hinten einen Sensor. Und er darf immer fahren, wenn es gar keine Kollisionsgefahr gibt. Und er soll aber aufhören, wenn zum Beispiel zwei Sensoren sagen, okay, hier besteht Kollision. Also das heißt, wenn hier irgendwas steht oder hier irgendwas stehen sollte, dann soll er sagen, okay, stopp, hier aufhören, sonst fährst du irgendwas um. Und wir wollen jetzt hier die disjunktive Normalform angeben für diesen Schaltkreis, der genau das realisiert. Dafür haben wir die Sensoren SI. Und die sind gleich 0,
entspricht keine Kollision. Und 1 heißt dann Kollisionsgefahr. Okay, das heißt, wie gehen wir da ran? Wir machen uns wieder so eine Tabelle hier. S2, S1, S0. Wir füllen die Tabelle aus mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann müssen wir jetzt feststellen, okay, wann tritt dieser Fall ein, dass die Kollision besteht? Also für den ersten Fall ist natürlich 0, ist klar. Hier schlägt nur einer an, ist auch 0. Hier ist 0. Hier haben wir plötzlich zwei Sensoren, das wird zu 1. Die hier wird wieder zu 0. Die wird zu 1. Und wenn natürlich er eingekesselt ist, dann darf er auch nichts mehr machen. Das heißt, wir wollen die disjunktive Normalform beschreiben. In dem Fall brauchen wir wieder die Terme, die zu 1 werden. Das heißt, die DNF heißt dann in diesem Fall, wir nehmen die 0, 1, 1. Das heißt, wir haben S2 quer und S1 und S0. Oder S2, S1 quer, S0 oder S2, der Term hier, oder 1, und das wäre dann unsere disjunktive Normalform. Das kann man jetzt noch vereinfachen, aber das dürft ihr gerne mal zu Hause probieren. Ja, damit wäre ich fertig. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag.